Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr heute mal wieder zuschaut. Ich habe hier heute ein schönes Telefon, ein Haustelefon von AVM, das Fritzfon C4, welches wir natürlich vorzugsweise mit einer der Fritzbox-Router-Modem-Modelle nutzen können bzw. sollen. Das kriege ich hier kaum ins Bild. Auch diese Fritzbox 7490, die ich euch gerade im Karton gezeigt habe, habe ich vor kurzem hier auf meinem Kanal vorgestellt. Heute geht es um das dazugehörige Telefon, könnte man sagen, dazugehörig. Denn der vollständige Funktionsumfang, der uns zum Beispiel auch hier vorne schon drauf angepriesen wird, der lässt sich nur mit einer Fritzbox nutzen. Sehen wir auch schon optimal für die Fritzbox mit brillantem Farbdisplay und zum Beispiel solchen Sonderfeatures wie E-Mail, RSS, News-Abo-Abruf, Webradio und vielen anderen Features. Deckt Eco-Standard wird auch unterstützt zur Reduzierung der Funkleistung. Dann haben wir hier auf der rechten Außenseite eine kurze Beschreibung und ja, die wichtigsten Features auf einen Blick. Hier unten den Lieferumfang und HD-Telefonie. Ganz wichtig natürlich. Und dann schauen wir uns die Rückseite an. Ja, auch da sehen wir nochmal eine Beschreibung der Features und Funktionen dieses Telefons, welches natürlich auch mit einer Basisstation, welche auch natürlich gleichermaßen die Ladestation ist, daherkommt und sich in drei Schritten installieren lässt, nämlich durch einfaches Drücken des Deckt-Tasters, wenn eure Fritzbox, wie gesagt, eine Deckt-Basisstation ist, wie zum Beispiel hier die Fritzbox 7490, und anschließendem Hinzufügen dieses Mobilteils. Auch das zeige ich euch natürlich gleich alles ganz ausführlich, wie das funktioniert im Detail. Jetzt aber erstmal das Unboxing hier, damit wir uns nicht zu lange an der Außenseite der Verpackung hier festhalten. Was haben wir hier? Einrichten und Bedienen des Fritzfon C4. Eine ziemlich dicke Anleitung. Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Die ist deutlich dicker als die, die der Fritzbox zum Beispiel beiliegt. Und hier mit einem Inhaltsverzeichnis vorne ausgestattet. Ich würde sagen, ich blätter das jetzt nicht an, sondern zeige euch mal viel lieber das Inhaltsverzeichnis. Da sehen wir zum Beispiel ja, das Fritzfon im Überblick, die Inbetriebnahme, Telefonieren mit vielen Unterfunktionen, die hier alle offensichtlich ausführlich beschrieben werden, Zuweisung von Rufnummern in der Fritzbox. Auch das zeige ich euch natürlich alles ausführlich in meinen Einrichtungsvideos, die ihr hier oder unten in der Videobeschreibung verlinkt findet. Interne Anrufe, Anrufbeantworter, die Nutzung des Telefonbuchs, Weckrufe, Babyphone-Funktion, E-Mails, RSS-Nachrichten, Internetradio, die Sonderfeatures, die ich euch gerade beschrieb von der Verpackung schon und vieles weitere. Wir schauen mal gerade hier, das ist auch bebildert zum Teil in Schwarz-Weiß und vollständig in Deutsch. Sehr ausführlich auf jeden Fall, das kann man durchaus sagen. Hier sind wir gerade mal an der Mitte angelangt, zum Beispiel beim Thema Dreierkonferenz herstellen. Alles ausführlich beschrieben hier mit den einzelnen Tasten, die gedrückt werden müssen. Das Versenden von E-Mails und das Empfangen von Nachrichten und Webradio-Streams hier zum Beispiel, Internetradio hören. Also hier wird auf sämtliche Funktionen eingegangen in dieser Bedienungsanleitung. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Dann sehen wir hier wieder die Beilage Alles für das Heimnetz. Die liegt auf der Fritzbox bei, ja, da werden wir nur auf weitere Geräte von AVM hingewiesen, wie zum Beispiel die WLAN-Repeater zur Verstärkung des WLAN-Signals oder auch zur Verstärkung des Deckt-Signals hier, die Deckt-Repeater und ein optimal mit Fritz-Produkten ausgestattetes Heimnetz hier auf der Rückseite. Aber wir wollen heute in erster Linie nur mal das Fritzfon C4 uns anschauen. So sieht's aus, gleich im Detail. Da müsst ihr noch einen kleinen Augenblick euch gedulden, denn wir schauen uns natürlich erst noch die weiteren Packungsinhalte hier an. Die fallen unten schon raus. Da haben wir hier in allererster Linie mal ein Lithium-Ionen-Akku, 3,7 Volt, 750 mAh. So sieht das gute Stück aus. Der muss offensichtlich noch in das Telefon eingelegt werden. Aber schön, hier ein Lithium-Ionen-Akku für hohe Leistungen, keine standardmäßigen AA-Batterien bzw. Akkus, die hier zum Einsatz kommen. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch eben das restliche Zubehör an, wie zum Beispiel die Basisstation, die Ladestation in, naja, fast mattweißem Kunststoff. Leicht glänzend tut es auf jeden Fall. Hier hinten mit Kabelrausführungen für das Netzteilkabel zum Beispiel. Was heißt zum Beispiel? Das ist das einzige Kabel, welches hier dran angeschlossen wird. Ist ja ein Schnurlostelefon und einem Sticker auf der Unterseite Fritzfon von AVM. Das ist das besagte Netzteil hier. Das wird dann ja, hier hinten eingeklemmt. Dann können wir das da so reindrehen und hier praktischerweise durch diese kleine Öffnung, naja, richtig rum am besten,
so hinten sauber rausführen, sodass die Station hier sicher auf dem Boden steht. Kabellänge schätze ich mal hier in weiß, grob 1,5 Meter würde ich sagen, Standardlänge. Und am anderen Ende ein Netzteil mit 5 Volt und 700 mA Leistung. Gummi-Rutschstopperfüße hat die Unterseite der Basisstation hier auch. Das macht auf jeden Fall schon mal hier auf meinem Tisch auch einen schönen Eindruck. Könnt ihr sehen, die bewegt sich nur sehr schwerlich voran, auch wenn man da mal richtig entgegenhaut. Sollte also nicht vom Tisch rutschen. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal endlich hier zum Kernstück des Ganzen und folgen erstmal dem Hinweis, bitte abziehen. Wo fängt das denn an, hier die Folie? Hier unten, ganz genau. Tun wir das doch mal. Dann haben wir nämlich schon einen viel schöneren Blick auf das Display hier. Fritzfon sehen wir oben auf einer glänzend weißen Oberfläche. Diese Oberfläche hier ist definitiv glänzend weiß im Gegensatz zu der Basis gerade. Aber das Telefon an sich macht auf jeden Fall sofort einen sehr hochwertigen Eindruck mit dem großen Display und vor allen Dingen auch der edlen silbernen Tastatur, deren Tasten wirklich schöne Druckpunkte haben. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Man weiß definitiv, wann man sie gedrückt hat und wann nicht. Die sind nicht irgendwie schwammig. Die bestehen auch aus hartem Kunststoff, nicht irgendwie aus so einem Gummimaterial, wie das ja oft bei Telefonen, Schnurlostelefonen der Fall ist. Also hier hat man ein wirklich schönes haptisches Feedback. Hört ihr auch auf jeden Fall das Knacken. Und ja, leicht ist das Ganze auch, wird auch wahrscheinlich nur minimal schwerer durch das Einlegen des Akkus. Das tun wir gleich, wenn wir uns die Rückseite anschauen. Erstmal haben wir auf der rechten Außenseite einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Da können wir zum Beispiel ein Headset dran anschließen, um unsere Gespräche ja auch freihändig zu führen, mit einer Freisprechanlage sozusagen zu Hause. Dann haben wir auf der Unterseite natürlich die Kontakte für das Einlegen in die Basis. Das sehe so hier aus. Das federt da leicht rein, wie ihr sehen könnt vielleicht. Und jetzt kommen wir zur Rückseite und können dann wahrscheinlich auch den Deckel mal runterschieben. Nee, können wir nicht. Ich dachte, man könnte hier klassisch einen Deckel runterschieben, wie bei vielen Schnurlostelefonen. Da müssen wir aber offensichtlich das ganze Rückcover mal abnehmen. Das kann man wahrscheinlich hier oben tun. Schaue ich mir gleich an. Vorher hinten noch der Lautsprecher, über den wahrscheinlich Klingeltöne und natürlich die Freisprechakustik wiedergegeben wird. Und nach kurzem Ausprobieren habe ich auch herausgefunden, wie wir das Telefon aufbekommen. Nicht etwa hier oben an dem Schlitz, sondern hier unten. Hier haben wir auch nochmal so eine Vertiefung, wo wir mit dem Fingernagel reingehen können. Hier etwas gegenhalten und dann könnt ihr sehen, dass mir das Ding hoffentlich nicht aus der Hand fällt hier live auf dem Video. Nein, das passiert nicht. Und dann sehen wir einmal die schöne Innenseite, nochmal hier den Lautsprecher etwas mehr aus der Nähe und können jetzt auch unseren Akku einlegen mit der richtigen Ausrichtung, natürlich mit den Kontakten hier oben drauf. Das funktioniert ähnlich wie in vielen Mobiltelefonen. So, hier reinklicken und das Ganze sollte, nachdem ich die Ladeschale wieder geschlossen habe und umdrehe, einmal zuklicken hier, wahrscheinlich schon leben. Ganz genau das tut es. Da konnten wir gerade ganz kurz das bunte Fritz-Symbol sehen und sehen jetzt hier den Hinweis neue Anmeldung. Wir sollen die Deckt-Taste an der Basisstation, also an unserer Fritzbox, drücken. Das sagte ich euch ja gerade schon. Er möchte jetzt hier direkt in die Anmeldung starten. Was auch sonst, das Telefon kann ja ansonsten nicht viel tun, ohne mit der Fritzbox verbunden zu sein. Deshalb würde ich sagen, schließe ich das Unboxing und mein First-Look-Video, die Ersteindrücke hier vom Fritzfon C4 und verweise euch, falls ihr weitere Informationen zur Ersteinrichtung, Konfiguration und natürlich auch ausführlichen Nutzung des Fritzfon C4 an einer Fritzbox haben möchtet, auf mein entsprechendes Video. Würde mich freuen, wenn ihr das anklickt oder auf diesem Video hier auch eine positive Bewertung da lasst, wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen, informiert oder unterhalten hat. Das war es erstmal mit meinen ersten Informationen zum Fritzfon C4. Macht's gut vom Yogi285 und ciao, ciao.